Genau, spielt da hinten auch schon. Alles läuft hier hervorragend. Game One. Smashville mit der weirden Plattform einfach in der Mitte. Ah, das geht da schon los. Stepcat mit Bowser Jr. So, Stepcat, bekannt für seine Twitter-Kombos mit Bowser Jr., seinen Bowser Jr. Montagen. Auf jeden Fall ziemlich famous guy. Oh! Das war sick. Das kommt auf jeden Fall auch auf Twitter. Das kommt auch auf Twitter, Jungs. Gegen Haku mit Ice Climbers. Ice Climbers habe ich jetzt noch nicht wirklich gesehen. Auch nicht gespielt. Ganz neues Matchup. Niemand kann das einschätzen. Das gab's noch nie. Hast du gehört? Das gab's noch nie. Aber ist schon ganz gut für Stepcat zu laufen. Bis jetzt schon, aber das ist eigentlich noch even. Wer weiß, ob das so ein even Match wird oder irgendeiner richtig zerstört wird. Hey, we will see. Oh, da passiert also nichts. Oh, der wow. Rapid Jab tötet. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Mikey. Yo. Oh, schön gesniped. Und ja, das kommt auf Twitter. Alles klar, Twitter. Neues Kommo-Video, Stepcat, let's go. Aber Haku ist auch noch drin. So. Alles möglich hier, alles möglich. Wir kennen das Spiel noch nicht so gut. Aber... So, jetzt erstmal noch ein paar Prozent aufbauen für Stepcat und dann geht die nächste Twitter-Kombo. Und da kommen die Prozente rein. Ja, jetzt sind die Prozente für eine Kombo am Start. Aber schöner Power Shields von Haku vor allem. Finde ich auch, macht sie sehr gut, ja. Ja, wie soll man sich eigentlich immer konzentrieren, da auf Nana wegzuhauen? Das ist leider, ne? Ja, ja. Skript. Ja. Oh, okay. F-Smash? War bestimmt ein F-Smash. Ja, da kommt irgendein Desync-Scheiß. Oh. Ja, ja. Ja, und Stepcat hat immer wieder alles im Griff. Nana hat er fast gekillt, aber Haku ist runtergegangen. Hat sein Geschwister. Da kommen die Bowser Jr. Kombos. Landing Downer scheint eine gute Option gegen Ice Climbers zu sein, um die beiden auseinanderzukriegen. Mhm, sah so aus, ja. Ich glaube, Nana stirbt aber auch earlier. Und schöner Kill. Die Fair hat auf jeden Fall ausgereicht für den Stock. Ich glaube, Nana stirbt früher irgendwie. Also ist irgendwie leichter oder so. Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Aber also, wenn du das sagst. Schöne Pressure. Mhm. Erstmal schön Prozente aufbauen. Das macht Stepcat super. Super Cooper Play vor allem. Lässt Haku keine Chance durchzulaufen. Das sieht sehr schwer aus für Ice Climbers, da irgendwie ranzukommen. Genau. Als Stepcat mit seinen Robo Coopers, mit seinen Kanonenkugeln, Landing, Down Air. Oh, schön beide separiert. Getrennt, aber. Okay. Ah. Er hat's versucht. Oh, okay, netter Versuch. Und das ist der SD, oder was war das? Ich hab's nicht gesehen. Okay, wir nehmen es mal als SD. Lennart hat mich abgelenkt. Hab ich auch. Und ist das der Kill? Oh, der hat eine Ford, ey. Oh! Der F-Smash, 1-0 für Stepcat AK. Der Twitter-Master der selbst. Twitter-Master. So, es wird gebannt Lylat. Und der nächste Bann wird. Den nächsten Bann habe ich nicht gehört. Tut mir leid. Es geht auf Pokémon Stadium 2. Werden sie bei den Charts bleiben? Haku, denk daran. Nee, er trickt auf jeden Fall alle. Warum drückt er das so durch? Olima gegen Inkling, oha. Kompletter Change hier von den Charles auf jeden Fall. Also ich glaube, Stepcat kann das machen. Ja. K.
kann er machen. Stepkid hat schon hart gesucht in den letzten Tagen. Oder kommt der Roller? Inkling sehe ich jetzt auch zum ersten Mal heute hier. Auch Olima. Das neue Matchup hier wieder. Das war ein schönes Cross-Up. Ja. Haku natürlich noch Olima Main aus Smash 4. Hat viel mehr Erfahrung mit seinem Charakter. Mhm. Allgemein mit Matchups, Playstilen. Vielleicht braucht Stepkid noch ein bisschen, um sich hier reinzubringen gegen Olima. Aber bis jetzt sieht's gut aus für Haku. So, Pigments sind weg. Und sind wir da. Super. So, die beiden tasten sich ganz halt ran und der Upthrow kill. Oha, okay. Hätte ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet, wie ist Coach Bash hier neben mir. Und da kommt der F-Roll rein. Ja, oh, schade. Aber ist leider nicht gekommen. Oh, das ist ja nice, dass er die Upbeat so canceln kann. Nice. Stepkid auf jeden Fall Probleme ranzukommen und nicht von den Pigments Schaden zu bekommen. Ja. Und? Guter Rapid Jab, der noch nicht killt am Rand. Oh, oh ja, ja, super. Ja, alles klar. Super, die Options gecovert. Ja. So, Mr. Inkling hat jetzt gar keine Farbe mehr. Inkling muss rechargen. Und da kommt die Tapetenfarbe auf dem Boden in Forward Air Combo. Okay, ah, schade, es hatte ein bisschen rausgemasht. Oh, schöne Option Coverage. Jetzt wird wieder nachgeladen, ja, Jungs, jetzt geht's los. Inkling mit Rage. Mal gucken, was abging wird. Ah, okay. Oh, okay, okay. Stepkid jetzt mit 160%. Schönes Movement. Oh, ein Fake-Out. Super. 1-0 für Step. Krankes Match auf jeden Fall. Gut. Auch gut, ja. Upthrow tötet voll early. Ja. Okay, er hatte jetzt 270, aber davor war es auf jeden Fall früh. Und schöner Spot-Dodge und jetzt... Knapp. Raw Air Smash richtig in den Kopf rein. Mach Haku super, ihn da rauszuhalten. Oh. Und wunderschön von Stepkid. True. Sah sehr true aus, finde ich. Kein Stück. Also wenn das Typing gut packt. Mann, geh aus dem Bild. Echt mal Fettsack. So. Grubas. Der ist so. Und er ist wieder. Out of Ink. Mhm. So, jetzt kommen die paar Prozente von Stepkid. Oh. Keine Konversion. Hält ihn in der Luft. Leider aus den Grabs nichts draus geworden. Oh, und dann kommt der entscheidende Essen. 1-1. Ziemlich knapp hier. Aber Haku hat das Brain gehüllt. Da. Frage ist jetzt einfach nur. So, es geht auf Town und City. Werden beide mit Step bei Inkling bleiben? Ich glaube eher so, nicht. Haku muss jetzt ankündigen. Ja. Okay, Olima gegen Bowser Jr. Main gegen Main, Smash 4 Mains. Jetzt wird's knapp. Wird der gute Stepkid ein paar gute Twitter-Kombos raushauen. Wir sind alle gehypt. So. Super mit dem Up-Air die Pigments loswerden, das ist sehr schlau von Stepkid. War ein schönes Combo-Game von Haku.
Die Pikmins fliegen voll weit in Ultimate. Ja, eigentlich drauf geachtet jetzt. Die fliegen über die halbe Stage, drei Viertel. Ja. Schon sick. Ah, der grabt euch auch mit allen Pikmins, hab ich gesehen. Okay. Schön Prozente aufbauen. Sehr even bis jetzt. Oh, die Up-B als Pressure. Und... Oh, das wird ein Twitter-Kombo. Oh. Wunderschön von Stepcat, leider nicht von Up-B die Attacke getroffen. Sehr knapp verfehlt auf jeden Fall. So, beide auf jeden Fall... bin mal gespannt. Bowser Jr. ist ja fett, ne? Mal gucken, wann der Upthrow killt von Olima. Ich denke mal so, er ist ab 140, 50. So, nächstes Smash Attack von Bowser Jr. müsste es auch töten. So, jetzt kommt es drauf an. Wer kriegt als erstes seine Option? Ja, ist immer ganz wichtig, wer den ersten Kill kriegt. Und oh, Super Tech! Oh, schön gecovert von Stepcat. Gar nichts immer machen. Ein Step ahead. Das ist unser Twitter-Combo-Boy. Unser Boy. Okay. Oh. Super Damage-Aufbau. Okay, der Air Dodge. Und... Ah, der hätte einen Stage-Spike kommen müssen. Dann wäre es auf jeden Fall Twitter-Worth. Schöne Fakeouts, Empty Hops, alles in seinem Gameplay drin. Stepcat weiß, was er tut. Oh, nice. Power Shield oder was sagt man dazu? Ja, Power Shield, ne? Ja, ne? Perfect Shield, ist eigentlich egal. Ja. Perfect Shield, keine Ahnung, Digga. Super von Stepcat, ein Stock ahead. Oh! Oh nein! Ein Twitter-Kombo, let's go! Yo! Oh! Okay. Oh, super, das kommt auf Twitter, Welcome, Jungs. Twitter. Null Combo. Herzlichen Glückwunsch. Turnierstaff. So, Stepcat muss eigentlich nur noch safe spielen. 4 Minuten auf der Clock. Er kann es einmal für ein Timeout spielen. Und okay, da kommt der Olima Upthrow bei 189. Tötet ja. Natürlich. Aber wir müssen sehen, Stepcat noch 2 Stocks. Und oh, oh. Der Damage! Uiuiuiuiui. Ei. Das sieht leider nicht so gut aus für Haku. Also da hat Stepcat eine gute Entscheidung getroffen, wieder auf sein Main zurück zu switchen. Das stimmt. True. Sieht sehr gut aus für Stepcat, und aber... kein Chipbreak, schade. Haku macht's auch wieder gut. Jetzt alles. Haku baut langsam wieder. Ja, das war's. Und das war's. 2-1 GG's an beide Spieler. Gut gespielt. Sehr gut gespielt. Yep. Alter, übelst Hype.